Hallo, ein Telegramm für Hans Sapai. Durch meine Jugend in Köln-Korweiler habe ich gelernt, mich durchzusetzen und stark zu sein. Meine Ausbildung zum Anlagenmechaniker gibt mir, ich weiß nicht, was es mir gibt. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Ausbildung zu tätigen. Und da habe ich viele Freunde kennengelernt. Fußballer sein heißt für mich, das Beste, was mir passieren konnte. Und natürlich ein Hobby als Beruf gemacht zu haben. Wenn ich für die Nationalmannschaft Ghana spiele, dann ist Deutschland mein Gegner. Im Fußball fehlt Respekt vor allem. Wahrscheinlich fehlt der Respekt für mich den Ausländern eher, dass man die nicht respektiert, besonders den farbigen Ausländern. Meine krasseste Erfahrung war, ja, dass ich beim Bundesligaspiel in Cottbus, und witzigerweise heißt das Stadion der Freundschaft, glaube ich, von der Hälfte des Publikums ausgebuht wurde, mit Bananen beworfen wurde und mit Affenrufen beleidigt wurde. Danach habe ich über die Deutschen gedacht, dass, ja, da hat es mich so ein bisschen zurück in die Vergangenheit gebracht, in der Zeit, wo es in Deutschland diese Nazitum gab. Und es war sehr schwer. Aber ich habe nicht gedacht, dass jetzt alle Deutsche so sind, weil ich natürlich viele deutsche Freunde habe, die sehr korrekt sind. Jeder Fan sollte unbedingt auch einmal selber Fußball spielen, damit sie das Spiel besser verstehen und wissen, dass es sehr hart ist und dass wir auch nur Menschen sind, die Fehler machen. Der Facebook-Hype um mich hat hat mich noch mehr verbreitet, nicht nur im Fußballbereich, sondern besonders im Netz, aber allgemein bei dem jungen Publikum, ich glaube zwischen 12- und 15-Jährigen bin ich sehr beliebt. Chuck Norris könnte von Hans Sapai lernen, wie Fußball funktioniert. Aber ich glaube, wir beide könnten voneinander viel lernen, weil er, glaube ich, ein sehr cooler Typ ist. Tschüss.